Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Es bewegt sich sehr komisch. Okay, ja, nochmal hallo und zurück bei Sons of the Forest. Die Story ist vorbei. Und was viel geiler ist, ich habe Hunger. Nein, nicht nur die Story ist vorbei, sondern das nächste Update kam raus. Und sieht man es hier schon? Das Update ist relativ wichtig, wenn es darum geht zu bauen. Ich dachte, das wäre hier. Okay. Nein, man kann jetzt auch Stein bauen. Habe ich gelesen. Ich habe noch nicht weiter reingeguckt. Also ich habe euch jetzt instant direkt mit reingenommen. Ich habe hier selber auch noch nicht ins Buch geguckt oder so. Ich habe nur gesehen, neues Update ist draußen. Das nächste Update. Das braucht jetzt gerade aktuell noch irgendwie 25, 26 Tage. Das heißt, dauert ein bisschen. Guck mal, Steinkamin. 42 Steine. Naja, klar, weißt du Bescheid. Und wenn man aus Steinen bauen kann, dann können wir da richtig geile Strukturen machen. Oh Gott. So, hier ist nichts weiter Stein technisch. Okay, cool. Wechseln mir mal den Modus. So, ne, ist hier vielleicht irgendwas? Aber wir können mit Steinen im Prinzip genauso flexibel bauen wie mit Baumstämmen. Und das heißt, wir können geilen Scheiß machen. Oh, hat er das Licht ausgemacht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns hier erwartet. Denn das ist ja eigentlich genau das, was wir jetzt machen wollen, was wir jetzt brauchen, was wir. Nein. So. Die Frage ist, das sind normale Steine, logischerweise. Ja. Die Frage ist, wo gibt es Steine? Kann man die abbauen? Und wo werden wir wohnen wollen? Okay, so ein Stein ist es nicht. Ich denke mal, das müssen wir alles mal eruieren. Kannst du das wegpacken, danke? Weil das ist eigentlich das, was ich brauche. Und ich würde ja eigentlich sagen, dass wir in diese Richtung bauen. Weil das halt die Gegend ist, wo wir bis jetzt noch am wenigsten gewesen sind. Ne? Also hier drüben, alles von hier bis hoch in den Norden, haben wir eigentlich schon durchgespielt, sozusagen. Also zum Erbrechen erkundet. Ne? Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt uns einfach einen schönen Spot finden und neu anfangen. Also zumindest bautechnisch neu anfangen. Ne? Wie gesagt, Story ist durch. Aber der Wille, hier irgendwie geile Strukturen zu bauen, ist noch nicht durch. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Wo es diese Steine gibt. Und ob wir irgendwie eine Axt dazu brauchen, um es abzubauen oder so. Ich habe keine Ahnung. Kevin folgt uns. Hier liegen auf jeden Fall, also gefühlt sind hier auf einmal mehr Steine als. Ich versuche mal was. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Geräusch. Es macht nicht viel Sinn, was ich hier mache, das weiß ich selber. Wir haben ja eigentlich nichts. Das sind normale Steine, ne? Genau. Wir haben ja eigentlich nichts, um irgendwie Steinabbau zu betreiben. Die Frage ist, findet man vielleicht noch was? Ich weiß es nämlich überhaupt nicht. Ich weiß aber, dass wir Hunger haben. Deswegen 6 Stück. Hauen wir uns hier mal eins rein. Hätte ich vielleicht noch mal nachgucken können. Habe ich aber nicht, weil blau. Aber ich glaube nicht, dass das was. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, was ich hier tue. Ach, guck mal.
Okay. Steine haben Steinsymbol. Hä? Was ist mit der Textur los? Hier war doch gerade noch Moos drauf oder so, ne? Aber ich kann nicht das. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann es noch tausendmal probieren. So, jetzt ist die Frage. Was sind das für Steine? Nein, jetzt sind die Frage natürlich. Woran erkenne ich denn jetzt die Baumaterialsteine? Guck mal hier, Textur, grün, weg. Was ist da los? Keine Ahnung. Also es gibt viele Steine, aber nicht alle sind zum Bauen. Naja. Ist mir egal. Kriegen wir schon hin. Aber, Tach. Wo ist denn eigentlich unser Gdana? Gdana packen wir. Ich pack's mal. Was ist denn auf der 2 eigentlich bis jetzt? Das Kreuz. Naja, gut. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Deswegen packen wir das auf die 2. Einfach nur, damit wir es haben. Ne? So. Und dann müssen wir natürlich auch noch schauen, wo wir jetzt hingehen. Wo wollen wir bauen? Wo gibt es einen coolen Spot? Wo laufe ich eigentlich überhaupt hin? Alles Fragen, die wir in den nächsten Folgen beantwortet werden müssen. Hier, guck mal. Steine, Steine, Steine. Okay, cool. Wo ist es schön? Apropos wo? Wo sind wir? Ne? Wie gesagt, mein Plan erstmal hier so in diese Richtung zu gehen. Vielleicht auch mal ein bisschen höher bauen, einen ganz anderen Ausblick haben. Das wäre was Schönes. Das wäre doch mal, ne? Ich weiß es, wie gesagt, keine Ahnung. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt und wo wir uns dann niederlassen. Vielleicht bauen wir uns ja auch einfach ein Schloss. Also ich habe auf jeden Fall Lust, an einen schönen Ort zu gehen. Nicht unbedingt mitten im Wald. Vielleicht mal am Strand. Vielleicht mal auf dem Berg. Vielleicht auf dem Berg am Strand. Ich weiß es nicht. Aber ich sollte vielleicht auch mal mich für eine Richtung entscheiden. Und das wäre jetzt hier lang. Richtung Süden. Laufen wir Richtung Süden und gucken, was passiert. Gehen wir an den Strand lang. Gehen wir zu dem See, den wir da oben haben. I don't know. Aber Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall Bäume und Steine. Cool wäre natürlich auch, wenn wir von relativ schnell von den dann neuen Spot zum alten reisen könnten. Das wäre eigentlich ganz zauberhaft. Vielleicht einfach mal auf den Berg bauen. Ich nehme übrigens alles mit, was ich finden kann. Ja. Fast alles. Ja, ich muss irgendwas in die Hand packen, das ist sonst mega nervig. So, das nehmen wir noch mit. Haben wir noch was Sinnvolles? Du bist Kacke. So. Nö. Ein Koffer mit nichts, das ist nicht viel. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass nichts nicht viel ist, deswegen gehe ich. Auf dem Berg bauen. Ich meine, Fakt ist, egal wo wir bauen, wir brauchen Baumaterial. Ganz auf dem Gipfel bauen ohne Bäume, finde ich schwierig. Wir könnten uns natürlich aber auch eine extrem lange Seilrutsche machen und da dann vom Gipfel in den Wald runter, da Bäume fällen, weißt du? Das geht ja auch. Also eigentlich sind wir ja flexibel sogar.
Eigentlich. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Na, guck mal, wir waren jetzt im Wald gewesen, ne? Über fast 50 Tage sind wir jetzt. Ne, 50 Tage sind wir jetzt hier, genau. Gefühlt 500 und haben eigentlich, ja, wir hatten ringsum Grün. Toll. Aber was wäre es denn, oder wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier mal so eine Aussicht haben? Das wäre doch eigentlich ganz cool. Und guck mal, hier oben sind auch Bäume. Ich denke, wir werden hier irgendwas Schönes finden. Die Frage ist natürlich, wann wird diese Schneelandschaft hier langweilig werden? Geht das relativ schnell? Weil hier ist halt immer Schnee. Und ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn man in einer Zone lebt, wo du halt auch die Jahreszeiten hast. Also brauchen wir einen Spot, wo wir relativ weit oben sind, trotzdem beide Jahreszeiten haben und genug Baumaterial. Ich glaube, man darf gespannt sein. Ich weiß, ich wollte eigentlich in die Richtung. Ich hatte jetzt aber gerade im Kopf, wenn wir relativ hoch sind, vielleicht können wir uns dann ja wirklich eine Seilrutsche zu unserem Haus machen. Und dann immer hin und her. Ne? Das könnte interessant werden. Bin mir nicht sicher, ob es geht. Bei meinem Glück bauen wir jetzt die nächsten 50 Folgen und dann geht's nicht. Aber wir können das ja auch natürlich als allererstes ausprobieren. Ich meine, das geht ja auch. Das geht ja auch. Wir brauchen ja eigentlich nur eine vernünftige Verbindung von oben nach unten. Oder wir machen das mit mehreren Etagen, mit mehreren Steps. Auch das ist möglich. Also theoretisch sollte das alles kein Problem sein. Praktisch allerdings schwierig. Guck mal, hier bauen jetzt zum Beispiel wäre Quatsch, weil du hast kein Baumaterial. Hast hier ein paar Bäume, okay, cool. Keine Steine, die Aussicht ist so, ja gut, du guckst halt von oben aufs Meer. Fühle ich noch nicht. Ich glaube, wir werden diese Folge tatsächlich damit verbringen, einen geeigneten Spot zu suchen. Ja, hier ist halt, mir ist halt kalt hier, ne? Wie gesagt, erstmal schauen, wo, wie, was und wann. Und über die Details unterhalten wir uns dann später. Mal hier vom, ne, das ist halt, hier kannst du halt nicht bauen vom Gelände her, Kacke. Du hast kaum Bäume. Na gut, das würden wir dann gelöst bekommen. Ob die Steine auch an die Seilrutsche dran passen? Weiß ich halt auch noch nicht, ne? Müssen wir alles ausprobieren. Hilft ja nichts. Ja gut, von der Aussicht her ist das jetzt natürlich schon, ist schon cool. Aber oh Gott, ich breche mir bestimmt gleich alle Knochen.
Schauen wir mal. Kraxeln wir hier mal runter. Es ist am Ende des Tages zu hoch. Wir müssen weiter runterkommen. Ist halt hier, kannst du halt nicht überleben, ne? Also das ist ja Quatsch. Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Bauen kannst du hier auch nicht vernünftig. Wenn es größer werden soll, Katastrophe. Du hast die ganze Zeit die Geräusche des Eises, des Gletschers, des Knacken, Wind, kalt. Nee, fühle ich überhaupt nicht. Fühle ich überhaupt nicht. So, vom Gebiet her müssten wir tatsächlich, wenn wir es richtig geil machen wollen, irgendwo hier. In der Wettergrenze. Guck mal, wird schon leiser. Hier an der Wettergrenze bauen, dass wir noch schön Schnee und also Winter und Sommer haben, beziehungsweise alle Jahreszeiten. Ich glaube, das wäre dann schon wieder ganz cool. Wie das mit den Steinen läuft, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann die Kelvin ja auch wieder organisieren, dann haben wir ja gar keine Schmerzen damit. Wir werden das alles rausfinden. So, wo sind wir? Hier, gucke mal. Jetzt haben wir es nicht mehr so weit. So, immer einmal hier hin. Guck mal. Das ist von der Aussicht her schon ganz cool. Da unten, wo die Antenne ungefähr ist, da müsste irgendwo unsere Hütte sein. Wenn wir jetzt von hier bis darunter eine Seilrutsche bauen könnten, das wäre schon mal ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Das wäre schon mal ganz cool. Ich bin aber skeptisch, dass das funktioniert. Bauen würde ich hier auch noch nicht wollen. Aber um mal eben schnell hier den Sonnenuntergang zu genießen. Zu genießen. Genau. Mal ganz schnell hier den Sonnenuntergang zu genießen. Glaube ich, ganz cool. Da drüben ist noch so ein Plateau. Guck mal, wir haben noch ein Fernglas. Lass uns das doch mal ausrüsten. Da haben wir so ein Plateau. Da eine Burg fühle ich schon irgendwie hart. Wobei wir da aber immer noch im Schnee sind, sobald ich das sehe. Aber wäre, glaube ich, eigentlich ganz cool. Hier? Ja, wenn dann da oben. Und da fühle ich es irgendwie mehr. Ich glaube, da haben wir mehr Platz. Ist aber halt aber auch noch arschweit weg, ne? Und ja gut, ob wir nun da runter oder hier runter. Ja. Ich gehe mal kurz hier hin. Mal hier einen Stuhl hinbauen, runter gucken. Fühle ich. Fühle ich hart. Das kriegen wir vielleicht auch von da drüben aus hin. Lass uns mal weiter, ohne dass wir uns die Knochen brechen. Kann natürlich auch sein. Es wird gleich dunkel. Nee, es kann natürlich auch sein, dass wir die nächste Folge auch noch ein bisschen rumgucken. Aber ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Die Story ist vorbei. Die Leute sind gerettet oder tot. Von daher haben wir Zeit.
So, dann kraxeln wir hier jetzt lang und gucken mal, wo wir rauskommen. Und dann zwischendurch mal ein kurzes Schläfchen machen in der Nacht. Okay. Wenn wir schon mal hier sind. So, und jetzt müssen wir eigentlich auch schon wieder fast hochkommen irgendwo. Geh mal hier rum. Oha. Aber schaffen wir nicht, ne? Nee. Das schaffen wir nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter hoch. Hier ist auch nichts, ne? Das sind auch keine Bausteine hier, ne? Nee. Nö. Also hier ist kein Strauch. Keine Beeren, keine Blumen. Hier ist halt einfach nichts. Und das war dieses, hier haben wir sogar Wasser und Fisch. Boah. Also vom Platz her muss ich sagen. Boah, ist schon geil, oder? Sag mal ganz ehrlich. Ich glaube, das ist schon geil hier. Das ist schon geil. Und dann hier eine Seilrutsche nach unten. Puh. Lass mal. Boah, der Sonnenuntergang, ne? Also wir haben Bäume. Wir haben Wasser, wir haben jetzt keine Steine und ich denke mal, das wird ein Riesenproblem werden. Und wir sind tatsächlich auch im Schnee. Also hauptsächlich im Schnee. Und das im Sommer. Das ist nicht gut. Gefällt mir eigentlich auch nicht. Aber der Sonnenuntergang war schon geil. Das war schon sehr geil. Einmal nächtigen. Und 50 Tage, never going home, going home, ja klar, ich gehe auch nicht, haben wir ja gesagt, wir gehen nicht nach Hause. Das ist jetzt mein neues Zuhause. Boah, dieses knisternde Eis, ne? Ja, es ist okay, wir haben zwar Wasser und alles da, aber ich will nicht im Schnee leben, ganz ehrlich nicht. Ich glaube, einen geilen Sonnenuntergang kriegen wir auch noch woanders und Wasser kriegen wir auch woanders. Wir machen uns das schön. Ja, Hand juckt. So. Oh nein, oh nein, oh nein. Steine. Ah, Steine. Okay, keine Ahnung, wie weit wir jetzt nach unten gekommen sind. Ist mir aber auch gerade egal. Hier. Bisschen trockene Nudeln. Yummy, yummy, yummy. Total toll. Dann einmal noch eine Ration. Ach so. Und ich habe noch ein wenig Durst. Nein, nicht schon wieder. Hör auf damit. Okay.
Wir sind hier immer noch in der Schneegrenze. Das gefällt mir noch nicht. Guck mal, hier kann man auch bauen und so. Ne? Also wir werden schon einen Platz finden. Am liebsten einen, der nicht im Schnee ist. Aber weiß nicht, ob wir da was finden. Weil wir brauchen eine coole Aussicht. Das muss am Ende auch irgendwie so ein bisschen geschützt sein. Wir brauchen Wasser, Baumaterial und. Also die Wahl des Spots wird nicht so einfach werden. Oh. Hier ist ein Basecamp. Da gucken wir doch mal rein. Hier fängt die Zivilisation wieder an. Was ist das? Ein Schlitten, oder? Nee, das ist kein Schlitten. Könnte ein Generator sein, ich bin unsicher. Speichern können wir auch mal machen. Ein leeres Camp. Das ist nicht viel, ne? Die Sonne geht da drüben auf, ne? Und geht dann da unter. Das heißt, wenn wir hier bauen, sind wir eigentlich überwiegend... Oh, hier, guck mal. Sind wir überwiegend im Schatten. Ist eigentlich auch nicht so geil. Weil die Sonne kommt am Abend da rum, ist jetzt aber die ganze Zeit auf der anderen Seite. Ich meine. Ich überlege gerade. Guck mal, wenn wir uns mit unserem Seilwerfer. Die Hütte ist. Ist sie eigentlich? Die müsste da irgendwo sein. Nee, da ist der See, dann müsste die da irgendwo sein. Oder da. Bin unschlüssig. Da, wo der gelbe Punkt ist. Genau da. Hier an der Waldgrenze. Hier, da ist dann der Bach. Und da haben wir gebaut. Theoretisch wäre es doch möglich, wenn ich da jetzt hochgehe mit dem Seilwerfer. So, habe ich hier eigentlich Munition für einen Seilwerfer? Ja, habe ich. Wie viel? Genug. Okay. Das spawnt ja immer wieder. Wir versuchen das mal. Wir probieren das mal aus. Wir haben nichts zu verlieren. Ich höre Schritte. Theoretisch haben wir nichts zu verlieren. Ach, Virginia. Okay, alles klar. So. Okay, das kam unerwartet, aber gut. Dankeschön, Virginia. Wo bist du denn? Da. Das ist total lieb von dir. Ich weiß, ich habe es weggeschmissen und ich wollte das nicht. Sorry. Das war nicht mein Plan. Ich packe hier... Hier kommt nachher das Seil dran, ne? So.
Ja, also der Plan ist jetzt tatsächlich, da hoch, Seilrutschenseil hier dran, noch eins dran oder einen zweiten Stamm aufstellen und dann nach unten ziehen. Dann haben wir erstmal so eine gerade Linie. Und dann über den Berg drüber und auf der anderen Seite bauen. Und dann kommen wir aber trotzdem relativ innerhalb von wenigen Sekunden, sagen wir eine Minute, zu unserem Lager. So, das ist jetzt der Grundgedanke. Ob das funktioniert, werden wir in den nächsten Folgen sehen. Bis dahin sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.